Dies, was der sagt, das sage ich auch. Was hat er gesehen? Drei Stoßkeile sehe ich heranfluten. Die Irlmeier-Texte, die er natürlich in seiner Mundart gemacht hat, sind um der besseren Verständlichkeit willen in die Schriftsprache übersetzt gleichsam. Aber das Bayerische schimmert immer trotzdem durch. Er sagt also, ich sehe drei Stoßkeile heranfluten. Der untere Heerwurm kommt über den Bayerischen Wald daher, zieht sich aber dann nordwestlich der Donau hinauf. Die Linie ist ungefähr Prag, Bayerischer Wald und Nordwesten. Das blaue Wasser, die Donau, ist die südliche Grenze. Der zweite Stoßkeil geht von Ost nach West über Sachsen, der dritte von Nordosten nach Südwesten. Jetzt sehe ich die Erde wie eine Kugel formiert, auf der die Linien der Flugzeuge hervortreten, die nunmehr wie Schwärme von weißen Tauben aus dem Sand auffliegen. Ich sehe die Erde wie eine Kugel vor mir, sagt Irlmeier, auf der nun die weißen Tauben heranfliegen, eine sehr große Zahl vom Sand herauf. Und dann regnet es einen gelben Staub in einer Linie. Diese Schau ist auch einzig von Irlmeier, ganz unabhängig. Einen Staub in einer Linie. Die goldene Stadt wird vernichtet, da fängt es an. Wie ein gelber Strich geht es hinauf bis zu der Stadt in der Bucht. Eine klare Nacht wird es sein, wenn sie zu werfen anfangen. Die Panzer fahren noch, aber die darin sitzen, sind schon tot. An anderer Stelle, sagt er, sind ganz schwarz geworden. Dort, wo es hinfällt, lebt nichts mehr, kein Baum, kein Strauch, kein Vieh, kein Gras. Das wird welk und schwarz, die Häuser stehen noch da. Was das ist, weiß ich nicht und kann es nicht sagen. Es ist ein langer Strich, wer darüber geht, stirbt. Die hier rüben sind, können nicht hinüber und die Trenteren können nicht herüber. Dann bricht bei den Heersäulen herüben alles zusammen. Sie müssen alle nach Norden, was sie bei sich haben, schmeißen sie alles weg. Zurück kommt keiner mehr. Nun, man kann über diese Schau sagen, die geschichtliche Wirklichkeit, das, was sich im Osten ereignet hat, ist darüber hinweggegangen. Als Grund, warum eine angedeutete oder geschaute Katastrophe oder manche Seher nennen es auch Strafe, nicht eintritt, kann auf der geistigen Ebene irgendeine Änderung, eine Fürbitte bestimmen. Das sagen ja die Seher immer wieder, man muss viel beten. Eindringlich sind Irlmeiers Voraussagen über Russland. Er sagt, in Russland bricht eine Revolution aus und Bürgerkrieg. Das Kreuz kommt wieder zu Ehren. Das russische Volk glaubt wieder an Christus. Er sieht eine rote Masse, gemischt mit gelben Gesichtern. Es ist ein allgemeiner Aufruhr und grausiges Morden. Dann singen sie das Osterlied und verbrennen Kerzen vor schwarzen Marienbildern. Durch das Gebet der Christenheit stirbt das Ungeheuer aus der Hölle. Auch die jungen Leute glauben wieder an die Fürbitte der Gottesmutter. Irlmeiers Schau über Russland. Und jetzt seine wohl berühmteste Schau, die der dreitägigen Finsternis. Finster wird es werden an einem Tag unterm Krieg. Dann bricht ein Hagelschlag aus mit Blitz und Donner und ein Erdbeben schüttelt die Erde. Dann geh nicht hinaus aus dem Haus. Die Lichter brennen nicht aus der Kerzenlicht. Der Strom, der elektrische, hört auf. Wer den Staub einschnauft, kriegt einen Krampf und stirbt. Mach die Fenster nicht auf, häng sie mit schwarzem Papier zu. Alle offenen Wasser werden giftig und alle offenen Speisen, die nicht in verschlossenen Dosen sind, auch draußen, außerhalb der Häuser, geht der Staubtod um. Es sterben sehr viele Menschen. Nach 72 Stunden ist alles wieder vorbei. Noch einmal sage ich, geh nicht hinaus, schau nicht beim Fenster hinaus, lass die geweihte Kerze oder den Mastdock brennen und betet.
Das ist die erste Zeit. Wenn überall baut wird, nichts mehr baut. Wenn es die roten Hausdiener gibt. Wagen werden kommen. Ohne Rost und ohne Deichsel. Und der Übermut wird keine Grenzen mehr haben. Da macht das hier. Im Viertel. Ach, geht in den Lauf. Das große Aufräumen geht los. Ihr Mächtigen und Gewaltigen, ihr werdet kleiner sein als der arme Hirte. Niemand denkt daran, dass die Geister Gottes kommen. Und so wird der Jammer groß sein.